Hallo und recht herzlich willkommen hier bei einem neuen Let's Play vom Landwirtschaftssimulator 19. Ja Leute, heute möchte ich mal wieder ein Feld ansehen. Und zwar Feld 6 mit Gerste. Da schauen wir mal gemeinsam, wie das hier so funktioniert. Klappt hervorragend aus. Sagt er. Mal gucken. Ob wir auch die Zeit dafür brauchen. Hier mit unserer neuen Saatmaschine, der Horsche. Gucken, wie die noch mal genau heißt. Horsche Evo 12.375. So, 12 Meter hat sie. Direkt Saat. Das ist keine Direktsaat. Doch. So. Die ersten Strich hat sie hier, die erste Bahn hat sie hier gezogen. Meter Arbeitsbreite. Das ist schon Happen. Düngen tut sie auch gleichzeitig. Das ist nämlich sehr gut. Dann gucken wir uns die mal vom Nahen an. Mit Gruppefunktion.
funktioniert alles tadellos. Auch die Räder und so weiter. Also dieses Horsche-Pack, was rausgekommen ist. So, dann müssten wir gleich die Räder wieder hochgehen und die Saatmaschine runter. Super. Aber meine Lieben, das ist noch nicht alles, was wir heute machen. Denn Unkraut ist gewachsen. Müssen wir die Spritze rausholen? Stellen die mal hier so in die Ecke. Stellen wir den Trigger weg. Alter! Geht's noch? So. Wie? Holen uns mal die Spritze, Witze. Müssen spritzen. Da wir ja rein nach Wieber gesprungen haben. Sagt Unkraut, ich wachse. Drei.
Nicht 13. 3! So, fahren wir mal das Stück auseinander. Und beginnen mal am ersten Punkt. Ist denn das hier heute? Leider müssen wir die Chemiegeule auspacken. Hilft nix. So. Super. Zusammenklappen. Ah, ne, Moment. Moment. So nicht. Wir müssen noch die Reste einsammeln. Das Feld beziehungsweise die Wiese wieder ordentlich aussieht. Fleißig da am See und da gehen wir auch gleich wieder hin. Dann müssen wir noch Kartoffeln ernten. Das machen wir später. Erstmal machen wir hier schönes die Wiese rein.
So, zusammenklappen. So, stellen wir den Hänger mal wieder weg. Den brauchen wir jetzt nicht. Tracker kann auch wieder weg. Mütter raus. Haben wir noch einige Felder zu bestellen. Ich glaube, das mache ich mal gleich. Hätte ich ja gleich dran lassen können. Aber wir nehmen die große Saatmaschine. Na, die Bremsen müssen noch nachgestellt werden. Hilft alles nichts.
Feld 8. 15 Meter. So, wurden Schuh raus. Mal gucken, ob das auch der Mal schauen, was haben wir denn? Nehmen wir mal eine Runde Raps. Springen wir hier in die schöne Fendt rein. Kurz was schauen. Kaufen wir mal die beiden Felder noch mal mit. Und Feld 4 auch. Dann haben wir hier die ganze Ecke. So, der ist fertig. Müssen wir zum nächsten Spritzort.
Oder wir düngen erst einmal. Hier. Wiese. Die Wiese, die Wiese, die Anne-Wiese. Mal gucken, ob wir... Ob wir auch hier den Auftankkurs so. Den lassen wir jetzt mal hier in Ruhe fahren und wir gehen wieder zu unserem Fendi. Der ja fleißig am Ansehen ist. Mit unser Horsche 12 Meter Saftmaschine. Ja, dass uns unsere stärksten Traktoren, die jetzt hier gerade am Arbeiten sind, einmal hier der Fendt Trix. Da schläge ich das Blech ja sogar gegen. Das ist scheiße. So, ich denke mal zwei Bahnen machen wir hier noch. Da kann man schön die Lenkung sehen, wie die Räder hier einschlagen. Zehn Minuten, sagt er.
So, jetzt wird hier das Vorgewende gemacht. Da ist der andere starke Tracker, der Class Ixion. Weiß gar nicht, wie viel PS die beiden jetzt haben, aber es ist bestimmt nicht wenig. So, dann schaue ich noch mal kurz. So, da haben wir ja noch bloß noch Feld 7. Das kann ich ja dann gleich hier im Anschluss machen. Waren hier vorher drauf? Oh. Och, Gerste. Oh, 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 oh. Hier sind die Lenkungen flüssiger. Kurios. So, dann werden wir mal Feld 5 ist es, glaube ich.
Dann werden wir Feld 6, Feld 4, Feld 5 zusammenliegen. Später. Da habe ich wenig nicht gespurt. Hätte ich das gleich machen können. Naja. So ist das. Gucken wir uns mal die Wachstumsstufe an. Oh. Hätte ich vorher mähen müssen. Düngen müssen. Feld 4 ist gepflügt. Feld 5 ist erntereif. So, aber wir müssen zum nächsten Feld. Was wir hier bei der 13 haben. 13. Dann kann das ja fleißig spritzen. Wir gehen mal wieder zu unserem Fendt Twix mit dem 3 super großen Reifen. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich hinten die Zwillingsbereifung bei der Saatmaschine wegmache. Oder Anlass.
so weit wie ich sehen kann, ist das hier sauber angesät. Denn so möchte ich auch ein Feld haben, was hier sauber angesät ist. Sonnenblumen. Ja, dann werde ich 6, 4 und 5 zusammenlegen und dann 7, 8. Aber erst nach der nächsten Ernte. Dann habe ich wenigstens ein paar kleine Felder. So, Feld 8 ist auch gleich fertig. Der zieht jetzt den letzten Streifen. So, dann kann der theoretisch
7. Okay. So, meine Freunde. Gucken, haben wir noch ein Feld machen müssen? Nein. Alle angesät. Außer Feld 4 könnte ich noch. Aber lassen wir mal. Klappen wir mal zusammen. Dann soll es erstmal für heute hier gewesen sein und sage ich mal bye bye und bis zum nächsten Mal.